Als ich Till die Idee gezeigt habe, wusste ich, das wird eine echt verrückte Reise und dass wir uns auf was einlassen werden. Und er hat was ganz anderes erwartet. Und ich habe ihm gesagt, Till, pass auf, bitte vergiss jetzt mal alles, was wir ausgemacht haben, wann das Video fertig sein soll, wie viel Budget da sein wird und so weiter. Aber es gibt was, was mir einfach nicht aus dem Kopf geht. Ich zeige dir jetzt ein Bild und dann mal gucken, was es mit dir macht. Und ich habe ihm ein Bild gezeigt von einer Sau, die gerade ihre 10 Jungen stillt. Und dann ist er total ausgeflippt. If you give one hand, they bite off both. When the Mutter album was in work, the career of Rammstein was just peaking straight up and just been doing that for 13 years. So they needed a break in 2013. So Till said, let's try to do this now. Then Soran came into the picture and he's like, you guys should be pigs. That was the first thing he said. And then it was the snowball effect, you know, Till and Soran just start going crazy with the idea. I was still concentrating on the production and stuff. And I said, you know, I will be the ears and Till can be the eyes, you know. He can be the image and I can be the sound. Als ich I Hate My Life gehört habe, habe ich ein Bild dafür gesucht. Irgendwas, was mich saugt oder was Energie von einem nimmt. Warum kann jemand sein Leben so hassen und so verdammt sein? Ich musste an Schweine denken, ich weiß auch nicht. Also ich musste irgendwie an Schweine denken. Dann kam ich auf das Bild von dieser Sau, die die Ferkelchen nähert, wo ganz viele kleine die ganze Zeit an so einer Sau, die komplett einfach nur da liegt irgendwie. Das war so mein erstes Bild. I like to fuck, but no French letter. Cause without kids, life is so much better. So in the end, I got forced to stay away from female intercourse. They started with Mutter album, the first mix they did in Sweden. And so they started spending a lot of time in Stockholm, not only recording and stuff like that, but also with the mixing. And they were bored at night, so they went out to bars and stuff like that, I guess, you know. And we ran into each other all the time because I had a lot of press with Pain at the same time because we were on the same label. So we met up a couple of times here and there and said hi and blah, blah, blah. And then a couple of times we got really drunk and, you know, then you start becoming best friends when you're drunk. And we always said, like, yeah, we should do something together, you know, like a band or blah, blah. But it took, I don't know, 13 years until we actually did it. I have 6 kids and I don't like it. They eat too much and treat me like shit. We just started collecting ideas what we wanted to do and stuff like that, and I sent him some demos and he started putting vocals on and sent it back to me. I like to fuck, but no French letter. Without the condom, the sex is better. And it was like opening a can of worms, you know. We influenced each other to write, you know, he with the lyrics, me with the music, you know, and with melodies together, you know. If you give one hand, they bite off both. And we heard the song and he showed me his ideas or his sketches, his storyboard. And I thought it was a really ambitious project to do.
I have a background in classical ballet, so I was really excited to choreograph classical dancers. It was a combination of wanting to work with Soren again, have the opportunity to choreograph classical ballerinas and work closely with Till with character development and authentic movement and a little bit of choreography. The easiest part was writing and recording the songs, you know. We did that over a period of 1.5 years, I think, you know, with no stress. You know, I had a couple of things I had to do, and he had a couple of things he has to do. So when we had time, kind of thing, you know, over the 1.5 year. For the first half year, we were just sending files in between each other, you know, to clean up till the day he was going to come to the studio and put on the real voice. The whole structure of the song and the sounds and everything was already done then. So it was just basically his voice missing, you know, and we put it on and we were like, wow, this is insane. And then, but I think also I'm going to use the dogs. My stomach is not good. Die größten Herausforderungen bei dem Dreh sind, eine glaubhafte Welt zu machen. So ein Medium wie Film oder Musikvideo muss man die Dinge, die man da sieht, auch glauben, wenn man eine Art Wahrheit erzählen will. Und deshalb ist die Herausforderung einfach gewesen, Till und Peter wie Schweine aussehen zu lassen. Das heißt, eine wirklich hochwertige Maske zu machen. Wir waren im Atelier, haben gearbeitet und dann haben wir einen Anruf bekommen. Hallo, hier ist Soran. Ich habe da eine total wilde Idee und ich müsste da mal mit euch drüber reden. Kann ich vorbeikommen? Ja, hey, klar. Wann denn? Ja, ich hätte jetzt Zeit. Und dann ist er rumgekommen sofort und hat bei uns gesessen, wilde Skizzen gemacht und hat uns das Projekt vorgestellt. Und wir waren so, was? Okay, Schweine? Wir müssen jetzt mal so ein bisschen immer einen Moment warten, weil das Silikon recht flüssig ist. Man sucht sich halt gute Leute an allen bestimmten Abteilungen. Wir haben gute Skulpteure, dann, ich war jetzt hauptsächlich für den ganzen Formbau auch zuständig. Wir haben auch mit Jörn zusammen auch die ganzen Abdrücke genommen und also wir haben an allen Abteilungen halt auch immer wirklich Kollegen, die wissen, was sie machen. Also sprich Modellieren oder Formbau oder Gießen. Wenn du spazieren gehst, hat man einen Finger drunter. Das ist auch so eine medizinische Schere. Die kann nur mir den Finger abschneiden. Pflaster. Auf diesen Gipsgesichtern, 1:1 Kopien der Gesichter von Till und Peter, fertigen wir die Skulpturen an und geben dem sozusagen den Charakter, also pumpen da auch alle diese Details rein, die man jetzt sieht. Also bei Peter zum Beispiel, also die ganzen Fältchen und die kleinen Pickel und so, die Soran haben wollte als Element für ihn, dass er halt so ein bisschen speckig glänzend und überall diese kleinen Pickel hat und so. Das sind eigentlich die neuesten Materialien, die es auf dem Markt eben gibt. Das sind Silikongele, die aus der Medizin kommen. Und daher kommt jetzt auch diese Transparenz und diese Weichheit, dass die so viel an Bewegung mitmachen, dass man also kaum das unterscheiden kann von einer echten Haut. Schminkender Teile auch. Das ist halt sehr, sehr wichtig, dass da jemand da ist, der viel Erfahrung hat. Das ist ja nicht mehr so das klassische Schminken, wie man das noch kennt, mit Fettschminke und Rouge und diese ganzen Sachen, die benutzen wir alle nicht mehr. Das sind ja alles nur noch reine lasierende Tinkturen, die wir auflegen. Und nur mit dieser ganzen Zusammenarbeit von den ganzen Leuten, so kann man einfach so ein Ergebnis auch rauskriegen. I just have to drink a bottle of vodka and then I become a pig. No, it takes 3 hours plus because of the makeup and it's really insane how real it looks, you know. Even if I sit like 2 centimeters from the mirror, I can't see where the makeup starts or ends. Ich wusste im Vorfeld schon, dass es natürlich sehr wild werden würde. Und das hat mich natürlich neugierig gemacht. Aber es hieß auch immer, Nini, ich kann dir gar nichts erzählen. Lass dir das mal alles von Soran erzählen. In diesem Video geht's um... To be honest, I really don't know what's going on.
In diesem Video geht's um. In diesem Video geht's um. Now you're just gonna have to see it. You know, I don't even know how to begin explaining it. Das männliche, weibliche, das Leid bei der Frau und er über Hyperpotenz des Super-Sau-Macho-Schwein sozusagen. Und dann dachte ich, okay, jetzt will ich es richtig durchziehen, dann auch mit Schwein. Und so wollte ich unbedingt auch so eine Art bipolares Konzept machen. Also was Zweiweltliches, wie schwarz-weiß oder von mir aus schlecht und gut. Also zwei Dinge, aber von ein und derselben Person oder ein und demselben Charakter vorgetragen. Ich mache einen Countdown nach hinten. 3, 2, 1, PAM! Und auf dem PAM machst du den. Und du machst einen kleinen Klick. Und die Atem doch nicht. Keine Frage. Und weinen, weinen. Und Augen. Augen. 3, 2, 1, PAM! Und los. Soran und ich hatten eigentlich die Idee, dass wir weggehen von so einem Gothic-Image, dass die Bekleidung, so das ganze Ästhetische, das Visuelle eher fast avantgardistisch, sehr in eine Design-Richtung gezogen wird. Ich glaube, ich arbeite sehr intuitiv. Also es ist einfach sehr schnell, also auch jetzt bei dem Projekt wieder so ein Gefühl da gewesen, wie es sein muss. Und dann eben das Gefühl dazu, dass das irgendwie richtig ist. Aber ich habe mir jetzt keine Bilder angeguckt oder nach irgendeinen Inspirationsquellen gesucht, die ich dann versucht habe umzusetzen. Das Wunderbare eigentlich war, dass ich von vornherein das Gefühl hatte, es ist ein Projekt mit Vertrauen, und zwar von allen Beteiligten. Also das Team vertraut sich gegenseitig total. Man muss sich gegenseitig nichts beweisen. Also wenn man sich einmal entschieden hat, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, dann haben die auch relativ freie Hand. Kiani, keep him to be in the mood of the variety still. One character has to be really kind of like gentleman, almost variety person from the 1930s or 40s. And the other character, it's a little bit more like rough and intense, which I think it's closer to who Till really is. The challenge was to really choose when the duality will work. Choose the moments where he is kind of like shading that skin, you know, and yeah, choose the specific moments more than like overdo it. I hate my kids, never saw that. I praise the Lord. When I listen to the song, the first movements that come to me is just like head banging, you know, breaking stuff maybe. I don't necessarily feel that I would dance in a stylish way when I listen to the song. It's more like I feel like something really open and chaotic and crazy. So the contrast of choreographing classical
dance to it was a challenge, but it was definitely really interesting. It's like my form of expression, you know, it's kind of like what I do. I think since the beginning of music video making, dance is such a almost like magical allegory sometimes, or sometimes it's like a bit of a hyperbole, but it is an element that is like really important, movement. Because I mean, when we listen to music, we move, you know, even though if you're not a dancer. A lot of people are gonna go like, oh my God, you can't sing like that, you can't say this, or... But, you know, we don't give a shit, you know. It's called artistic freedom. And I think it's just funny, you know. People have to see the irony in the whole song, you know. And, yeah, it's a complete song. Like I said, you know, it has some beautiful parts and it has really catchy stuff and it has some really heavy shit. I think that's a good starter to represent the Lindemann. Dann ist dieser Bild und vielen Dank für den langen Applaus. Hast du super gemacht, Mann. Du siehst aber eher aus wie der Krankenpfleger.